Achtung, Laufveranstaltung, hieß es in diesem Jahr wieder in Eisenhüttenstadt. 10, 21 und 42 Kilometer standen auf dem Programm. Begonnen hatte dieses Event traditionell vor der Inselhalle. Die vielen parkenden Autos ließen schon von Weitem auf eine rege Beteiligung schließen. Ja, wir sind sehr, sehr froh, dass wir die Dame Corona und ihre Helfershelfer besiegt haben. Und wir sind wirklich guter Dinge, dass das heute entsprechend ähnlich erfolgreich abläuft wie in den vergangenen Jahren auch. Wir werden keine Teilnehmerrekorde aufstellen, das wollen wir auch gar nicht. Wir werden auch keine Weltbestzeiten aufstellen und den guten Eliud Kipchoge aus Kenia da irgendwelche Konkurrenz machen. Es geht darum, dass die Leute wieder unterwegs sind, dass sie sich bewegen können und natürlich nicht zu vergessen, die wunderbare Natur im schönen Schlaubetal hier genießen. Vor solch einem anstrengenden Lauf ist das Aufwärmen Pflicht. Mit dabei ist auch der Bürgermeister. Das nicht nur mit der Startpistole in der Hand, sondern auch als aktiver Teilnehmer. Ich werde heute die 5,2 Kilometer, den Achtelmarathon im Walking durchführen. Ich denke, als Anfang, als Einstieg eine ganz gute Sache. Und ich freue mich, dass diese Veranstaltung wieder nach 2 Jahren Pause hier in Eisenhüttenstadt stattfindet. Es ist ein tolles Highlight und es ist ja auch eine Läuferstadt, die Eisenhüttenstädter sind froh, dass hier wieder etwas los ist. Sportlich natürlich und ich drücke dem Verein gut die Daumen, dass die Veranstaltung auch wirklich erfolgreich zu Ende geführt wird. Nach den 2 Jahren Zwangspause haben sich erstaunlich viele Teilnehmer gemeldet. Hatten wir abends um 7 239 Gemeldete. Aber ohne die Nachmelder. Ohne die Nachmelder. Also die müssen wir heute noch addieren und dann haben wir die. Also wie viele Nachmelder wären es gewesen? 20? Na, gestern waren es 12. Ja. Aber plus 1 heute. Also ich habe mich heute gemeldet, weil wir hatten gestern telefoniert, das klappt heute noch. Und wir kommen wahrscheinlich an die 300 ran. So. Ja. Wird nicht so sehr viel fehlen. Punkt 10 Uhr, dann der Start. 2, 1, für 3 Streckenverläufe konnten sich die Läufer entscheiden. Doch zuerst hatten alle die gleiche Richtung voraus. Das sind immer wieder fantastische Bilder auf den Straßen der Stadt zum Schlaubetal-Marathon. Und tschüss. Na denn, wo seid ihr her? Eisenhüttenstadt. Neuenhagen.